Aber wie ihr seht, hilft das nicht, 3 Sterne zu bekommen. Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Clash of Clans. Heute dreht sich alles um die Replays. Ich habe euch ja ein paar Speedbuilds hochgeladen zu verschiedenen Anti-3-Sterne-Dörfern. Und man bedenke, es geht wirklich nur darum, keine 3 Sterne zu kassieren. Und ich zeige euch jetzt mal in dieser Folge, wie die Dörfer so sind. Und ja, starten wir mal direkt, wie die verteidigen. Ja, das war Replay Nummer 1, 1 Stern nur. Und jetzt schauen wir uns noch ein zweites Replay an, wo jemand 2 Sterne geschafft hat. Die greifen ebenfalls mit GoVP an, machen immer den Erdbeben in der Mitte auf die Clanburg, was ihr auch schon im Kommentar unter dem Speedbuild geschrieben habt. Aber wie ihr seht, hilft das nicht, 3 Sterne zu bekommen, sondern maximal 2. Genau das ist der Sinn dahinter. Ihr seht ja auch, ich habe die Infernos auf Single umgestellt. Die Bomben sind ansonsten genau an denselben Stellen wie im Speedbuild. Ja, schön verteidigt hat die Base. 2 Sterne maximal kassiert, mehr hat es in diesem War nicht gereicht. So, dann schauen wir uns als nächstes die Base an, dessen Replay ich als allererstes gegeben habe, beziehungsweise dessen Speedbuild ich als allererstes gemacht habe. Der Deer hier wurde mehrfach angegriffen in diesem War von 3 Leuten vom gegnerischen Clan. Und die haben alle noch nicht mal 2 Sterne geschafft. Ja, viel ist da nicht mehr mit Cleanup. Und hier das letzte Replay zu der Base, die ich als letztes auch hochgeladen habe, im letzten Speedbuild. Einmal anzusehen, wie diese Base gegen Drachen verteidigt. Hier ein Replay auf die Base von einem sehr guten Rathaus-11-Angreifer, aber selbst der hat mit Valkyren keine 3 Sterne geschafft.
Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Wir haben jetzt alle drei Replays durch von den drei Vasen, die ich auch hochgeladen habe im Speedbuild. Ich hoffe, dass ihr mit den Vasen ebenfalls viel Erfolg habt. Wie gesagt, ihr könnt da auch nochmal die Fallen wechseln oder sonstiges ändern, wie ihr wollt. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Bleibt dran, abonniert mich und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Kommentar und ein Like da. Ciao, ciao!